Hallo und herzlich willkommen zu den NFL Madden 18 Predictions. Wir sind am 11. Spieltag angelangt. Die Playoffs klopfen so langsam an der Tür. Ich habe euch mal wieder den 11. Spieltag mal auf den Bildschirm geklatscht. Geht auch am Donnerstagnacht, geht es direkt los. Pittsburgh Steelers gegen die Titans. Meine Highlight-Spiele sind auf jeden Fall die Raiders gegen die Pats, Cowboys gegen die Eagles und natürlich die Seahawks gegen die Falcons. Das werden alles sehr coole Spiele. Ich nehme an, das Seahawks Falcons wird ein 50-50-Spiel. Dallas Eagles, gut, da werden die Eagles wahrscheinlich die Nase vorne haben, aber wir lassen uns mal überraschen. Kurz zu letzter Woche. Letzte Woche hatte ich mir als Ziel gesetzt 18 korrekte Tipps, habe ich erreicht. 5000 Coins habe ich mitgenommen und diese Woche Minimalziel auf jeden Fall wieder 18 Tipps. Und alles, was da noch dazu kommt, ist schöne Zugabe, nehme ich gerne mit, aber die 18 Tipps sollte ich hoffentlich schon erreichen. Und dann würde ich sagen, switchen wir mal direkt zur PlayStation rüber. So, hier sind wir auch schon. Woche 11. Gehen wir direkt rein. Ich halte es wie letzte Woche. Ich habe die Token schon verteilt und gehe mit euch einfach mal fix meine Tipps durch, damit wir das einfach schön zackig fix durchnudeln können. So, fangen wir mal an mit den Lions gegen den Bears. Die Lions gewinnen gegen die Bears mit mehr als 3 Punkten. Ist für mich ganz klar, ja. Die Lions sind auf Platz 2 und die Bears stehen gleich 3-6. Und das ist für mich ganz klar, die Lions werden das machen. Als nächstes gleich Jordan Howard hat einen Touchdown. Glaube ich nicht. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Er hat diese Season noch keinen Touchdown. Und ich denke mir, in diesem Spiel wird der Knoten für ihn leider nicht platzen. Direkt weiter Jaguars gegen die Browns mit 8 Punkten. Ist für mich auch eine klare Sache. Das machen die Jaguars. Die flatschen, glaube ich, die Browns richtig weg mit 8 Punkten. Klare Sache. So, Duke Johnson Jr. has at least 75 total rushing and receiving yards. Habe ich false getippt. Ganz einfach, letzte Woche hat er es geschafft. Aber diese Woche, glaube ich, nicht. Diese Woche, glaube ich, nicht. Da ja der Johnson bei den Browns spielt und ja, gegen die Jacks. Nee, schafft er einfach nicht. Da sind die Jacks zu stark. Direkt weiter, die Ravens gegen die Packers. Freue ich mich auch drauf, wird auch ein schönes Spiel. Die Ravens gewinnen gegen die Packers mit mehr als 3 Punkten. Habe ich yes getippt. Der Ausfall von Aaron Rodgers, den merken die Packers einfach zu stark. Und ich glaube, die Ravens werden die Packers schlagen. So, Joe Flacco, 200 Passing Yards. Glaube ich nicht. Hat er jetzt, ich glaube, letzte Woche hat er das nicht geschafft. Und die Packers-Defense ist jetzt auch nicht die schlechteste. Und ich denke nicht, dass er die dieses Wochenende erreicht. So, die Buccaneers gegen die Dolphins. Dolphins gewinnen gegen die Buccaneers mit 3 Punkten. Nein, ganz einfach, glaube ich nicht. Da die Dolphins einfach qualitativ immer noch ein bisschen schlecht als die Buccaneers sind. Und ich denke, Tampa Bay muss auch mal wieder gewinnen. Und die werden das schaffen. So, direkt hier. Fitzpatrick hat 20 Completions. Ist zwar gegen die Dolphins, aber ich glaube, er schafft das nicht. Meiner Meinung nach ist er aktuell auch in keiner guten Verfassung. Und ich denke nicht, dass er das schafft. So, direkt hier weiter. Vikings gegen die Rams. Das wird auch ein richtiges Knallerspiel. Die Vikings gewinnen gegen die Rams mit mehr als 3 Punkten. Ist für mich eine klare Sache. Auf gar keinen Fall. Das schaffen die Vikings nicht. Die Vikings sind stark, aber sie können im Moment mit den Rams nicht mithalten und die werden nicht gegen die Rams mit 3 Punkten gewinnen. So, Adam Thielen, 90 Receiving Yards. Schafft er nicht, habe ich angegeben. Letzte Woche hatte er sogar 166 Receiving Yards, aber das war gegen die Redskins. Und jetzt ist es nochmal eine andere Hausnummer und da lege ich meine Hand für nicht ins Feuer. Das wird er, glaube ich, nicht schaffen. Saints gewinnen gegen die Redskins mit 8 Punkten. Das glaube ich nicht. Nein. Die Saints sind zwar stark, aber dass sie gegen die Redskins mit mehr als 8 Punkten gewinnen, gehe ich mal nicht von aus. Ich denke, das wird ein Spiel. Ich denke, die Saints werden es gewinnen, aber vielleicht mit 4, 5, 6 Punkten, 8 Punkten muss dann schon viel richtig laufen. Und deshalb sage ich hier nein. Drew Brees, 275 Passing Yards. Das ist der Brees, ist der Quarterback von den Saints. Ich denke, ja, habe ich true getippt. Ich denke schon, dass er das schafft. Das denke ich mal schon.
So, die Chiefs gegen die Giants. Die Giants haben mich ja letzte Woche schön im Stich gelassen, weil ich gedacht habe, sie gewinnen gegen San Francisco. Haben sie leider nicht getan, haben verloren. Deshalb sage ich, dass die Chiefs die Giants mal richtig auseinandernehmen. Beckham Jr. ist immer noch verletzt. Ich glaube, der kommt diese Season auch nicht mehr. Die Giants schaffen es eh nicht in die Playoffs, also ist die Season auch gelaufen. Und Kansas muss, so stark wie sie angefangen haben, so stark haben sie auch nachgelassen. Aber ich glaube schon, dass sie da jetzt stark auftreten werden und die Giants ein bisschen auseinandernehmen. So, Alex Smith schafft einen Touchdown. Oder was? Ja, ja genau, two Passing Touchdowns, sorry. Alex Smith schafft two Passing Touchdowns. Ja, habe ich getippt. Letzte Woche weiß ich jetzt gar nicht, aber gut, es geht gegen die Giants. Und er muss nur zwei Touchdowns schmeißen. Und ja, also gegen die Giants darf man das mal. So, weiter geht's. Cardinals gegen die Texans ist für mich auch eigentlich ein 50-50-Spiel. Hier die Frage, die Cardinals gewinnen gegen die Texans mit 2 Punkten. Habe ich true getippt, weil ich auch einfach glaube, der Ausfall des Quarterbacks von Texas ist zu stark und die Cardinals sollten jetzt auch mal wieder in die Spur finden. Oh, also glaube ich schon, dass die Cardinals das machen werden. So, gehen wir mal weiter. Lamar Miller. 75 Rushing und Receiving Yards. Habe ich ja getippt, habe ich nachgeschaut. Ist ihm in fast jedem Spiel gelungen. Und als Running Back, ja, nehme ich mal an, dass er das schafft. So, direkt weiter. Chargers gegen die Bills. Ah, das ist auch ein cooles Spiel. Die Chargers gewinnen gegen die Bills mit 4 Punkten. Habe ich ja getippt, weil ich einfach die Bills zu schwach sehe. Und die Chargers haben letzte Woche unglücklich verloren. Und ich denke, diese Woche werden sie sich da durchsetzen. Philip Rivers, 2 Passing-Touchdowns. Glaube ich allerdings nicht. Glaube ich nicht. Ich denke, dass sie mehr über die Running Backs machen werden. Oder über den Running Back Gordon. Wie man auch jetzt in meinem nächsten Tipp sehen kann. Melvin Gordon macht einen Touchdown. Da ich den Gordon im Fantasy-Football habe, hoffe ich das natürlich, dass er einen Touchdown macht. Deshalb habe ich hier einfach mal gezockt und mal true getippt. So, direkt weiter. Bengals gegen Broncos. Broncos gewinnen gegen die Bengals 3 Punkte. Ja, letzte Woche war der Tipp, die Patriots gewinnen gegen Denver Broncos mit mehr als 8 Punkten. Haben sie gemacht. Habe ich nicht erwartet und auch nicht getippt. Dieses Mal glaube ich, dass die Broncos daraus gelernt haben, vor allem mit den Special Teams, und dass die Broncos die Bengals in die Knie zwingen werden. Die Bengals sind im Moment auch wirklich gar nicht gut drauf. Und ich denke, Denver wird das Ding nach Hause fahren. So, dann geht's weiter. Andy Dalton. 2 Passing-Touchdowns. Der Quarterback von den Bengals, glaube ich nicht. Die Broncos-Defense ist gut. Wird er nicht schaffen dieses Wochenende. So, AJ Green. 75 Receiving Yards, glaube ich auch nicht. Da ist die Broncos-Defense im Moment zu stark. Und das wird er nicht schaffen. Deshalb hier auch der Tipp false. Die Pats gegen die Raiders gewinnen mehr als 7 Punkte. Die Patriots haben einen Lauf. Ich glaube, 5 oder 6 Spiele hintereinander gewonnen. Und die Raiders, da lief die letzten Spiele überhaupt nicht zusammen. Marshawn Lynch ist jetzt, glaube ich, wieder zurück nach seiner Sperre. Aber ich glaube trotzdem, die Patriots schlagen die Raiders auf jeden Fall. Und die werden auch mit mehr als 7 Punkten gewinnen. Derek Carr, 300 Passing Yards. Habe ich falsch getippt? Ich denke, das schafft er einfach nicht, da die Patriots-Defense, klar, sie ist anfällig, aber ich glaube nicht, dass sie 300 Passing-Yards zulassen werden. So, Delay. Jared Cook schafft 75 Receiving-Yards. Glaube ich auch nicht, da Tom Brady ihn meiner Meinung nach nicht gerne anwirft. Da spielt er eher über die Running-Backs mit Gillislee oder auch wie letzte Woche Rex Burkhead, der sehr stark gespielt hat. Oder eher auf einen Wide Receiver wie Hogan, falls er spielt. Und wenn nicht, dann Amendola. Aber ich glaube nicht, dass der Cook 75 Receiving Yards schafft. Da er einfach nicht oft genug von Tom Brady angespielt wird. So. Eagles gegen die Cowboys. Die Eagles gewinnen gegen die Cowboys mit mehr als 4 Punkten. Für mich eine ganz klare Sache. Die Eagles sind so on fire. Und Dallas hat letzte Woche gegen die Falcons knapp verloren. Und da glaube ich einfach, dass sie diese Woche gegen die Eagles auch nicht schaffen werden. Und Eagles mit mehr als 4 Punkten machen die. So, Jason Witten hat 6 Receptions. Glaube ich nicht, dass er die fängt. Ganz ehrlich. Deshalb auch hier mein Tipp falsch. Zap, zap, gehen wir direkt weiter. Corey Clement has at least 1 Touchdown. Glaube ich auch nicht. Warum?
Ganz einfach, weil die Eagles zu stark sind. Klingt komisch, ist aber so. Ganz einfach. So, Alshon Jeffrey schafft einen Touchdown. Habe ich true getippt. Letzte Woche hatte er Bye Week, besser gesagt die Eagles Bye Week. Und davor hat er in 2 Spielen 3 Touchdowns gemacht. Und jetzt gegen Dallas, warum sollte ihm nicht hier der 4. gelingen? Also meiner Meinung nach packt er den. Ganz, ganz spannendes Spiel hier, Seahawks gegen die Falcons. Hier wird vorgeschlagen, die Seahawks gewinnen gegen die Falcons mit mehr als 3 Punkten. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, nee. Auch noch der Ausfall von Sherman bei den Seahawks jetzt. Da sage ich hier ganz klar, ich denke, die Falcons werden das machen. Wir haben letzte Woche auch gegen Dallas gewonnen. Und die werden meiner Meinung nach auch die Seahawks schlagen. Russell Wilson, 2 Passing-Touchdowns, glaube ich auch nicht, da die Falcons-Defense das schaffen wird. Die werden das verteidigen können und Russell Wilson schafft keine 2 Passing-Touchdowns. So, Coleman, 80 Rushing Yards, habe ich auch false getippt. Ich glaube nicht, dass er das schafft. So schlecht ist die Seahawks-Defense auch nicht. Die werden das schon abblocken und 80, was waren das, Rushing Yards. Genau, 80 Rushing Yards sind dann schon nicht, es ist dann schon eine Hausnummer und das wird er nicht schaffen. Ja, da sind wir durch, schneller als erwartet, ging ein bisschen zackig. Wenn es euch zu schnell ging, spult einfach nochmal zurück, guckt es euch nochmal an. Und da würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Kommentar da. Wie würdet ihr denn tippen? Schreibt mal in die Kommentare, lasst einen Daumen da, lasst mal ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Würde uns freuen. In diesem Sinne, wie jedes Wochenende, viel Spaß beim Football gucken. Ich wünsche euch viel Erfolg, wünscht mir Erfolg und dann läuft die Sache. Bis dahin, gut Kick, wie man im Fußball sagt. Im Football kenne ich leider keinen Spruch. Also sage ich einfach, haut rein, viel Spaß beim Football. Macht's gut, tschüssi.